Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir zwei Stapel-Timboxen auf. Roppa beschützt die zwei Timboxen. Sag wieder Hallo. Hallo. Ich packe die kurz aus. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wir fangen mit den Pflanzen hier an. So, das sieht das gute Stück aus. Mit Meganiel, mit Elfon der Süße und Silvaro. Und Kutuni, glaube ich. Ne? Ich wechsle immer mit der Vorentwicklung auch immer. Egal. So, mal gucken, was aus der Dose rauskommt. Die Teedose. So, da haben wir Schauge Herrschaft und Kampfstile. Und dazu die süße Schimpep-Münze. Hallo! Süß. Und so sieht das so aus. Leer. Ich finde die Teedosen sehr süß und sehr cool. So. Fangen wir mal an. Machen wir natürlich jetzt Kampfstile auf. So, genau, Kampfstile-Code hier. Viel Spaß damit. Da haben wir eine schöne Wasserenergie. Okay, Sichu. Ein Loveboy. Ups. Ein Fekukel. Ein Karada. Ein Bommel. Ein Chriskop. Ein Charmian. Ein Voldy. Ein Lifu. Ein fokussierter Angriffssportrolle. Und dann haben wir ein Apoqualip. Das war nix. Aber war ja zu erwarten mit Kampfstile. So, Schaugeherrschaft. Ach, hier genau den Code auch hier. Viel Spaß damit. Ich hätte auch lieber Drachenwandel drin gehabt statt Kampfstile, aber naja, man kann nicht alles haben. Ein fließender Angriff Himmelsrolle, ein Unkrauthandschuh, ein Kamlio, ein Sneebel, ein Flauschling, ein Burigon, ein Lidibar, ein Nebulak, ein Formio Reverse und dann haben wir ein Zipris. Also. Das gönnt schon mal nicht. Vielleicht das letzte Booster hier. Komm, gönn Schaugeherrschaft, gönn. Ach, wisst ihr was? Hier, den letzten Code könnt ihr auch haben für diese Box. Bin heute mal nicht so geizig. So, da haben wir jetzt ein Sicho wieder. Okay, Stahl. Ein Hügel des Dienerbaums. Ein Savario. Ein Sofora. Passt ja. Ein Mimion. Ein Primova. Ein Dakuma. Ein ein Formio Schneeform, Watti Reverse und dann haben wir ein Galaactos V. Yes, hat doch einen Hit gebracht. Sehr nice. So, wird alles später eingesleeved. So, fangen wir mit der nächsten Box an. Die Elektrobox mit Voldy, mit Voltenso, Pikachu, der Süße und Elevoltec. Zeige ich euch erstmal die Münze. Die süße Pikachu-Münze hier, auch sehr süß. Kommt auch mal hier vorne hin. So sieht das aus, so leer. So. So. Kampfstile. Und wieder zur Schaugeherrschaft. So, bei Kampfstile machen wir jetzt keinen Kartentrick. Das raschen wir jetzt mal durch. So, den Code behalte ich diesmal. So, ein Bronze. Ein Spoink, ein Skorkler, ein Shinox, ein Hundestar, Habidak Wurst und dann haben wir ein Gala Pantifrost. So. Jetzt erwartet da nichts drin ist. So, Schauge Herrschaft. Ihr habt genau den Code hier. Viel Spaß damit. So, jetzt habe ich Feuer. Okay, Kampf. Ein Chimtrix, ein Krabbel, ein Kukuna mit Krawatte, ein Käufer, ein Frobbel, Memion, ein Promover, ein Dakuma, Golbez Reverse und ein Starloss. So, letztes Pack für heute. Schau die Herrschaft. So, gönn euch den letzten Code für heute. Ja, ich habe auch die Wasser-Timbox gehabt, aber die habe ich irgendwo verlegt. Die wird dann in späterem Video gezeigt. Ist ja nicht so schlimm. So, da haben wir jetzt eine Wasserenergie. Okay, Elektroplatz. Ein Nebelkristall. Eine Ärztin. Ein Flavia. Ein Smuggel. Galamarakabaya. Schneebedeck. Ein Formio Regenvor. Ein Strassler. Reverse Philgelion. Und dann haben wir ein Golgantis.
Oh, jetzt ist gerade die Decke runtergefallen. Okay, Pflanze hat nicht gegönnt. Doch. Entschuldigung, Elektro hat nicht gegönnt. Wegen Skala Aptos V-Oster Pflanzen-Timbox. Sehr nice. Warum die jetzt Stapel-Timboxen heißen? Ganz einfach, falls es jetzt jemand interessiert. Die kann man so aufstapeln, so. Genau so. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.